Hallo Internet, hier ist wieder Beckenzack für euch und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play zu Super Mario Maker. Im letzten Teil habe ich das verdammt abgefuckteste, heftigste Level Mario, was ich jemals gespielt habe, bisher gespielt für euch. Und zwar das Fischodrom aus der Rocket Beans Redaktion. Und ich habe hier noch weitere Level, die ich mir vorher rausgesucht habe, die ich aber natürlich vorher noch nicht gespielt habe. Und wir schauen uns jetzt mal das nächste Level auf meiner Liste an, nämlich Bowser's Castle of Insanity. Auch von einem deutschen User. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich habe es bisher noch nicht ausprobiert. Ich hoffe nur, es wird nicht so abartig wie das letzte. Oh, ich habe keine Zeit. Ja. Hätte ich eigentlich kommen sehen müssen. So, jetzt. Ah, fuck! Ich dachte, wenn ich direkt die Sprinten-Taste drücke, dass ich dann darüber komme, aber anscheinend ist das nicht so. Okay. Ich warte jetzt einfach mal, bis sie kommt. Ja, so, und jetzt laufe ich schnell rüber. Und ich springe. Ja. Wow. Ja, nein. Der Zeitdruck, der verleitet einen natürlich dazu, dann direkt loszustürmen. Aber wir haben gerade eben gemerkt, dass das keine gute Idee war. Also ich jumpe. Ich warte jetzt hier die Feuerstäbe ab. Zack. Ein Pilz. Wunderbar. Ich glaube, kann ich da hoch? Wow. Wow. Ah, fuck you. Was? Nein. Ah, es bewegt sich. Okay, scheiße. Aber auf jeden Fall schon mal angenehm, dass dieses Level nicht so unschaffbar aussieht wie das Level, was ich zuletzt hatte. So, wir haben uns einen Pilz. Bin gespannt, was hier drin ist. Ah, ein Stern. Was? Ah, nein! Ich werde anscheinend... Das wusste ich gar nicht. Aber gut, klar, wenn ich runterfalle, bin ich so oder so tot, auch mit dem Stern. Aber ich dachte, ich hätte darüber laufen können, so wie hier. Aber das probieren wir doch gleich nochmal aus. Jump, jump. Holen uns den Pilz. Auf den Cooper. Und uns den Stern, den Anlauf. Oh yeah, Bitches. Woohoo! Okay, das hat nicht so funktioniert wie gewollt. Aber auch das ist wahrscheinlich wieder eine Falle. Dann werde ich dieses Mal der Versuchung widerstehen und nicht den Pilz einsammeln. Aha. So. Bringt mir das irgendwas? Da oben waren Münzen. Sind die da nur, um mich abzulenken? Oder haben die Relevanz? Ja, jetzt habe ich sowieso verkackt. Egal. Probier's auch nochmal mit dem Stern. So, das bewegt sich von alleine. Nein! Ah, scheiße, ich hätte springen müssen. Nein! Okay. Aber jedes Mal sterben hilft mir natürlich dabei, diesen Level besser zu verstehen. Also, wir holen uns den Pilz. Da oben machen wir keine Experimente mehr. Wir holen uns den Stern. Rennen hier rüber. So, wir springen. Was haben wir jetzt? Ich hatte zu wenig Anlauf. Ja, selber schuld. So, jetzt aber hier. Jump. Jump. Pilz. Cooper töten. Stern holen. Fick dich, fick dich, fick dich. So. Ich versuche einfach jetzt hier mit Anlauf schon rüber zu springen, weil auf diesen kurzen Blöcken kriege ich neben dem genug Schwung und ich hätte springen müssen. Macht das Ganze natürlich knifflig, weil die ganzen Kugelwillis da rumfliegen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall meinen Pilz behalten, weil ansonsten habe ich da wenig Chancen. So.
So. Das heißt also, wenn ich hier genug Schwung hole und dann springe, funktioniert das. Ha! Da oben ist was. Aber ich weiß nicht, ob ich hier rüberkomme. Ehrlich gesagt. Ja toll, und jetzt? Ah! Das war aber ganz knapp vorbei. Gut, da muss ich wahrscheinlich einfach wirklich im allerletzten Moment springen. Ansonsten schaffe ich das, glaube ich, nicht. Ah, fuck, ich habe den Absprung verpasst. Mann, scheiße. Juhu, ich lebe. Das gibt's doch nicht. Ah, jetzt verstehe ich. Ich darf wirklich kein einziges Mal aufhören zu laufen. Ich muss komplett in eins durchrennen. Da hinten. Dann habe ich genug Schwung. Ansonsten... Was ist das? Ach, fuck you. Ah, Mann! Oh! Ganz knapp wieder verpasst. Das gibt's doch nicht. So, schneller. Wir haben keine Zeit. Los. Ja, wenn ich getroffen werde vom Kugelwilli, dann reicht auch der Speed nicht aus. Ja! Wuhuhui! Fuck, was? Nein! Ah! Scheiße, Mann! Da freut man sich, dass man es geschafft hat. Nur um dann wie der letzte Spasti in die Pflanzen zu springen. Ach, scheiße. Bleib hier! Ich brauch doch den Stern... Okay, anscheinend brauche ich den Stern doch nicht. So geht's natürlich auch. Ah, fuck you! Ja! Wow, jetzt nicht wieder dahin springen. So. Auf geht's nach unten. Hier ist so ein Stachel, warum auch immer. Oh nein, da ist irgendwo ist ein Bowser. Ah, oh, nein! Aber da... Natürlich waren da Feuerblumen, die auf mich gewartet haben. Aber habt ihr das gesehen? Da waren gerade diese Feuersäulen. Und das war definitiv ein Bowser, der hier wartet. Wenn nicht noch mehrere Bowsers. Was prinzipiell gesehen gar nicht mal so gut ist. Wir laufen. Fuck you all. Ja, Bitches! So, sehr schön gemacht. Wuhu. So, und jetzt muss ich aufpassen. Spring. Hier sind die Feuerblumen. Oh, ein Stern! Wo ist der Stern? Bleib hier! Was? Nein! Scheiße! Ah, nein! Baby Bowser und Bowser, und da wäre der Stern gewesen! Ah, fuck! Und dann wäre es schon Ende gewesen, aber gut. Das heißt, entweder ich verlasse mich auf den Stern und muss es timen, dass das zeitlich passt. Oder ich muss meinen Pilz opfern dafür, dass ich dann quasi einmal gehittet werde. Und ich dann für einen kurzen Moment halt nicht wieder getroffen werden kann. Mal sehen, was es werden wird. Stern. Scheiße. Ich muss schnell sein.
Ja! Oh, auch ohne Stern geschafft. Ja, sterbt ihr dreckigen Kröten. Na, 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 na. Huh. Ja. Ein schönes Level. Sehr gut gemacht, User Axel. Hat mir gefallen. Und zum Glück habe ich jetzt nicht über 2 Stunden gebraucht, wie beim letzten Video. So, da meine Kräfte noch nicht ganz ausgezehrt sind, denke ich mir, können wir noch ein weiteres Level spielen? Und zwar Goodbye Yoshi von Mass. Wenn ich das schon lese, ne, Goodbye Yoshi. Ich möchte meinen Yoshi nicht opfern müssen, um ihn als Sprungtritt zu missbrauchen. Ach, der arme Yoshi. Aber gut, mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Yeah. Nom. Komm her. Nom. Nom, nom, nom. Nom. Ja, Yoshi. Ess die Dinger auf. Hallo? Und jetzt? Ja, das also ich muss hier auf der Raupe bleiben. Aber das kriegen wir hin. Oh, da oben. Wow, 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 verpiss dich. Ich muss auf die Feuerbälle aufpassen. Wow, 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 wow. Ah! Yoshi, frisst die Dinger auf, scheiße. Alter. Scheiße, war das gerade knapp. Oh. Meine Fresse. Okay, noch ein Yoshi. Wie ich diese Noten hasse? Nein! Ah, scheiße! Ich hasse diese Noten, weil diese Noten, die verhalten sich nie so, wie man es eigentlich erwarten würde. Die machen immer das, was sie wollen. Und nie das, was sie sollen. Eigentlich ist es völlig irrelevant, dass ich diese Münzen einsammle, die Gegner töte, aber ich will sie mir halt nicht später wieder heraufbeschwören. Nicht, dass ich denke, ja, ich lasse sie jetzt aus und nachher sind es dann genau diese Gegner, die mich töten. Boah, da musst du aufpassen hier bei den fliegenden... Nein! Yoshi! Aber gut, hier ist ja noch ein zweiter Yoshi. Ein Wunder, dass ich es eben ohne geschafft habe. Anscheinend noch ein dritter Yoshi. Okay. So. Und jetzt muss ich echt das richtig timen. Nein. Falscher Kampf. Also. Nein! Nein! Ah! Ah! Scheiße! Ah, diese Scheißnoten. Okay, ich werde jetzt einfach mal probieren. Bei den Noten. Nein! Bleib hier! Yoshi! Ich werde einfach mal probieren, bei den Noten nicht direkt weiter rüber zu springen. Dass ich dann vielleicht ein bisschen meinen Rhythmus finde. Ich werde dieses... Nein! Fuck you! Scheiße! Ah! Fuck. Jetzt muss ich echt aufpassen. Nein! Jetzt bin ich auch noch klein. Nein! Oh, fick dich doch! Da summst du einmal mit der Musik mit, weil du guter Dinge bist. Und dann passiert ja so eine Scheiße. Ja, Teufel ist ein Eichhörnchen, ne? So. Ich habe gerade so ein leichtes Déjà-vu, das war knapp. Ich wieder auf die Raupe warten. Yeah, dance with me, Yoshi. Dance, dance. Okay, gut, du getanzt. Nein!
Dabei wusste ich doch eigentlich, dass da dieser Feuerball kommt. Oh, fuck you, fuck you. Ah, nein! Okay, jetzt wollen wir uns mal ein bisschen konzentrieren hier. Wisst ihr, was ich so assi an den Dingern finde? Bei allen anderen Sachen, wie zum Beispiel... Oh, Yoshi. Ich habe reflexartig gehandelt. Weil da der Fall war aus Münzen. Es tut mir leid, Yoshi. Es tut mir leid. Wait, what? Was zum Teufel? Okay. Oh, das ist schön. Ah, doch wieder mit Yoshi vereint. Das war eine nette Idee. Aber es ging auf einmal da mit diesen Tänzerinnen. What the fuck? Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich jetzt bei Mario Maker Spielen dieses, dieses Feature gesehen habe. Kennt ihr Asterix und Obelix erobern Rom? Die Insel, auf der sie da sind, bei den ganzen Tussis? Das hat mich gerade daran erinnert. Gut, lassen wir das. Was haben wir hier? Oh Gott, prepare to cry and die. Okay, da meint jemand, er könnte an den Ruhm von Dark Souls anknüpfen. Da bin ich mal gespannt, ob der Axel, von dem habe ich ja vorhin auch schon Level gespielt, ob der werte Herr Axel damit recht hat. Mal sehen. Hey, ein Pilz, nichts Ungewöhnliches. Ein Cooper, auch nichts Ungewöhnliches. Ah, scheiße. Okay, ich hab einen Yoshi. Ich geh's euch einfach auf, mir egal. Nein! Ah! Okay, das war einfach nur blanke Dummheit von mir. Diesmal werde ich den Cooper hoffentlich nicht verschwenden. So. Ah, sehr schön. Feuerblume kann ich sehr gut gebrauchen, denke ich. Und ein Leben. Kann ich da eigentlich rein? Ja, kann ich sogar. Habe ich gerade gar nicht ausprobiert. Holy shit, wait, what? Ah! Das ist jetzt uncool. Holy shit. Ah! Lass mich hier raus! Oh! Hilfe! Okay. Auch hier schwant mir Böses. Nein! Ah! Fuck you! Ach, scheiße, Mann. Da habe ich jetzt echt nicht mehr mit gerechnet. Ja, was ist jetzt besser? Die Feuerblume oder der Yoshi? Ich würde eigentlich sagen, der Yoshi. Weil wenn ich den Yoshi verliere, habe ich immer noch die Möglichkeit, den nochmal wiederzuholen, wenn ich gezielt drauf springe. Ich stelle mir jetzt aber die Frage, ob ich überhaupt da unten rein muss, wo ich vorhin war. Nö, muss ich anscheinend gar nicht. Ja, dann leck mich doch. Gehe ich halt mit Yoshi alleine hier lang. So, ich esse ich einfach auf. Ach, ich kann euch gar nicht aufessen. Wow. Nein! Ach, scheiße. Wow! Nein! Was ist los? Ah! Kacke! Nein! Ah, shit. Okay. Aber wir haben auf jeden Fall gelernt, dass wir nicht hier runter in die Röhre müssen. Thank you.
Deswegen machen wir das auch nicht mehr. Kann ich hier vielleicht noch rein? Nö, anscheinend nicht. Oh, nicht dein Ernst. Ich wollte gerade sagen, wenn er mich jetzt hier drin eingesperrt hätte, ne? Ey. Stirb. So. Nein. Ah, scheiße, ich habe Mist gebaut. Ich bin aber auch schon so ein bisschen behindert. Gut. Aber Neues. Dum 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 da da dum dum dum. Ich weiß, dass Musik gerade nicht passt, aber ich finde die andere Musik besser. Okay. Haha. Ja, Yoshi lebt sogar noch. Oh, what? Ich wusste gar nicht, dass Yoshi darauf laufen kann. Ah, ich wusste echt nicht, dass Yoshi auf den Stacheln laufen kann. Aber das erklärt einiges. Damit ist bewiesen, dass Yoshi definitiv die richtige Wahl hier ist. Und nicht die Feuerpflanze. Nein! Ah! Auch sehr nett, dass da jetzt dieser Sound kam. Habe ich so auch noch nicht vorher gehört. Aber gut, da bin ich anscheinend auch vorher noch nicht direkt da gestorben. Ah! Ja, ich bin dumm. Ich töte mich jetzt selber. Nein! Das hat keinen Sinn. Ha. So. Was? Ah. Okay, da bin ich jetzt einfach zu weit gesprungen. Wow, 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 wow. Okay, okay, okay. Jetzt bloß keine Scheiße bauen. Und natürlich habe ich direkt Scheiße gebaut. Da Yoshi weg ist. Und ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, dass Yoshi für dieses Level nicht ganz unerheblich sein wird. Oder doch nicht? What? Okay. Nein, das Ducken hat nicht ausgereicht. Och nö. Alter Schwede. Ja, natürlich ist da Bowser. Was? Ah! Nein! Ja, leck mich doch am Arsch! Ey, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Aber gut, Yoshi ist anscheinend doch nicht mehr zwingend notwendig für den Erfolg dieses Levels. Ich brauche ihn eigentlich nur für da vorne, wenn ich über die Stacheln laufe. So. Jetzt bloß, ja. Yoshi lebt noch. Yeah. Okay. Jetzt kann ich gar nicht mehr verlieren, denn ich habe Yoshi an meiner Seite. Ha, fick dich.
Oh, warte. Kann ich mit Yoshi überhaupt hier lang krabben? Ah, ich kann mal auf... Ja, okay, sehr gut. Yoshi, du bleibst mal bitte hier. Danke. So. Jetzt keinen Fehler machen. Yoshi! Nein, Yoshi! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Shit, 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 shit. Ach du Scheiße. Ah! Bin ich. Oh, das ist gut. Okay. Puh, kleines Power-Up. Was ist denn jetzt los? Ja, natürlich. Wollt ihr mich komplett verarschen? Was soll ich das denn jetzt bitte machen? Ja, deswegen habe ich die Feuerblumen bekommen. Assi, Alter! Nein! Ich muss hier irgendwo rein. Hallo? Wieso kann ich hier nirgendwo rein? Ah, okay. Kann ich hier rein? Anscheinend nicht. Ich darf den Sprung nicht verkacken. Okay, steht nach unten. Wow. Oh Gott! Boah, das war knapp. Alter Schwede. Damn. Huh. Okay, ich würde sagen, nicht unbedingt Dark Souls Niveau, aber trotzdem sehr, 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 sehr gut. Ich denke, das waren erstmal wieder genug Level. Denkt dran, wenn ihr Level habt, die ich spielen soll, oder vielleicht auch ihr selber Level gebaut habt, die ihr gerne auf diesem Kanal sehen würdet, dann postet sie mir in die Kommentare und ich werde sie dann auf jeden Fall für euch spielen. Bis dahin sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal sage ich Haunse Baunse!